Ja, liebe Freundinnen und Freunde, als wir vor 3 Wochen hier in dieser Halle saßen, da gebe ich zu, ich war skeptisch. Ich war skeptisch, ob wir es schaffen würden, unter diesem hohen politischen und zeitlichen Druck innerhalb von 3 Wochen im Klima- und Energiebereich mit den Sozialdemokraten eine Lösung zu erreichen. Und dass Sie jetzt heute dem zugestimmt haben, was wir vereinbart haben, das ist ein gutes Ergebnis und das ist ein tolles Ergebnis. Liebe Freundinnen und Freunde, dass in dieser Woche, nachdem das Ergebnis bekannt geworden ist, alle relevanten Umweltverbände, und gleich spricht ja noch Dirk Jansen zu uns, dass alle relevanten Umweltverbände in einer gemeinsamen Presseerklärung, und das ist da auch nicht so ungewöhnlich, erklärt haben unter der Überschrift Klimaschutzgesetz und Priorität für erneuerbare Energien sind die richtigen Antworten von Rot-Grün auf zentrale Zukunftsfragen. Das zeigt, dass es ein gutes Ergebnis sein muss, was Rainer Priggen, Wiebke Brems, Hans-Christian Markert und ich in dieser Arbeitsgruppe mit der SPD ausgehandelt haben. Liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, dieser Koalitionsvertrag ist der Einstieg in die Energiewende nach 5 Jahren Schwarz-Gelb, wo Energiepolitik darin bestand, Klimaschutz an den Rand zu drängen, erneuerbare Energien zu bekämpfen, für Kohlekraftwerke das Landesrecht zu verbiegen und von neuen Atomkraftwerken zu träumen. Dieses schwarz-gelbe Kapitel ist Schluss. Das hat jetzt ein Ende in Nordrhein-Westfalen. Liebe Freundinnen und Freunde, Kernstück der Koalitionsvereinbarung ist das Klimaschutzgesetz mit fest vereinbarten Emissionsreduktionen von -25% bis 2020 und 80-95%, also die praktisch emissionsfreie Gesellschaft, das sind die Vorgaben des Weltklimarates IPCC, hinterlegt mit konkreten Maßnahmen. Liebe Freundinnen und Freunde, und an diesen Vorgaben werden wir die Landesplanung ausrichten und viele andere Gesetze gestalten. Alles das, was diese Landesregierung machen wird und was klimarelevant ist, wird sich an den Vorgaben des Klimaschutzgesetzes richten müssen. Und liebe Freundinnen und Freunde, das ist einmalig in der Bundesrepublik. Kein anderes Land hat ein so weitgehendes Klimaschutzgesetz und auch der Bund nicht. Und ich glaube, darauf können wir stolz sein. Und damit ist auch klar, Nordrhein-Westfalen wird vom Schlusslicht und vom Bremser in der Energie- und Klimapolitik zum Vorreiter. Und da gehört Nordrhein-Westfalen, das Energieland Nummer 1, auch hin. Und liebe Freundinnen und Freunde, da gab es in der letzten Woche jetzt Fragen, warum nur 25% Emissionsreduktion, wo doch die schwarz-gelbe Landesregierung 33% vereinbart hat. Dazu muss man einfach sagen, Schwarz-Gelb hatte zwar 33% angekündigt, aber durch nichts, durch keine Maßnahme hinterlegt. Und liebe Freundinnen und Freunde, das zeichnet grüne Energiepolitik aus. Das haben wir nämlich schon so in unserem Wahlprogramm stehen, dass wir zwar ambitionierte, aber dann auch erreichbare Klimaschutzziele und keine Worthülsen und keine leeren Phrasen brechen. Wir haben haarklein durchgerechnet und werden Maßnahmen machen, dass wir dieses Ziel von 25% tatsächlich auch erreichen können. Und eine der ersten Maßnahmen oder wahrscheinlich die erste Maßnahme wird sein, dass wir den Entwurf des Teilplans Energie des Landesentwicklungsplans, den CDU und FDP noch kurz vor der Wahl vorgelegt haben, dass wir den zurücknehmen, vollständig und sofort zurücknehmen und dass der von Schwarz-Gelb gestrichene Paragraph 26 des Landesentwicklungsprogramms, dass der wieder eingeführt und damit der Klimaschutz auch wieder in die Rechtsetzung des Landes eingeführt wird. Liebe Freundinnen und Freunde, und damit machen wir Schluss mit der Beugung von Landesrecht, um ein einzelnes Kraftwerk in Datteln zu genehmigen. Das kann nicht sein. Und damit wird diese Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen Schluss machen. Und wer die Sozialdemokraten kennt, liebe Freundinnen und Freunde, der weiß, dass denen diese Entscheidung auch nicht leicht gefallen ist. Aber es ist eine richtige und es ist eine gute Entscheidung. Und es ist gut, dass es geklappt hat. Liebe Freundinnen und Freunde,
Wir können niemanden daran hindern, einen Bauantrag für ein fossiles Kraftwerk zu stellen. Dafür gibt es in Deutschland einfach keine Rechtsgrundlage, die das untersagen würde. Aber wir werden in Zukunft von jedem verlangen, der ein Kraftwerk bauen will, dass er sich an die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes halten muss. Und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, wie ein neues Kraftwerk mit diesen ambitionierten Zielen, die wir vereinbar haben, in Nordrhein-Westfalen genehmigungsfähig sein soll. Und das vielleicht auch. Bei RWE scheint man die Zeichen der Zeit verstanden zu haben. Denn der designierte Vorstandsvorsitzende Gross und Grossmann-Nachfolger Birnbaum hat jüngst im Zeitungsinterview erklärt, man werde in Europa kein Kohlekraftwerk mehr bauen. Und wir laden RWE dazu ein, in Nordrhein-Westfalen ohne Kohlekraftwerk Energiepolitik mit Erneuerbaren und mit Effizienztechnologien zu machen. Da kann RWE sich gerne daran beteiligen. Wir haben es auch erreicht, und auch das ist keine Selbstverständlichkeit, dass der beschlossene Ausstieg aus dem Steinkohlebergbau weitergeht. Dass es keinen nationalen Steinkohlesockel gibt, das halten wir für unverantwortlich und nicht für die Zukunft passend. Und es ist uns noch etwas anderes gelungen. Wir haben in diesem Koalitionsvertrag vereinbart, dass es in Nordrhein-Westfalen keinen neuen Braunkohletagebau mehr geben wird. Das ist, glaube ich, eines der größten Erfolge. Zum Schluss. Also, liebe Freundinnen und Freunde, und ich glaube, das muss man auch erwähnen, wir haben mit der SPD vereinbart, dass diese Landesregierung alles unternehmen wird, um Widerstand zu leisten, um Laufzeitverlängerung auf Bundesebene zu verhindern. Und ab nächste Woche Dienstag wird Nordrhein-Westfalen verhindern, dass es Laufzeitverlängerung geben wird. Da werden wir alles Notwendige für einsetzen. Wir werden uns auch um die Atomanlagen in Nordrhein-Westfalen kümmern. Wir werden die Betriebsgenehmigungen für Gronau und die Konditionierungsanlage in Duisburg überprüfen. Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass kein Atommüll nach Ahaus soll. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Da haben viele von euch demonstriert. Und auch das, denke ich, zeichnet diesen Koalitionsvertrag aus. Aber Es reicht nicht nur, die alten Dinge Kohle und Atom abzuwickeln. Wir müssen auch die Energiewende voranbringen, und dazu brauchen wir Milliardeninvestitionen in erneuerbare Energien, in Effizienztechnologien. Dafür wollen wir ein erneuerbares Wärmegesetz, energetische Gebäudesanierung, Austausch von 450.000 Nachtspeicherheizungen, Verdreifachung der Kraft-Wärme-Kopplung und eine Verfünffachung des Windenergieanteils in Nordrhein-Westfalen bis 2020. Damit wir das alles hinbekommen können, können wir das nicht nur bei dem zukünftigen Klimaschutzminister und Umweltminister abladen, nicht nur bei der Landtagsfraktion. Die alleine werden das nicht schaffen. Das ist eine Aufgabe für die gesamte Partei, denn diese Projekte müssen vor Ort in Form von Windkraftkonzentrationszonen, im Bau von Warmwärmenetzen, Ausbau von erneuerbaren Energien umgesetzt werden. So erreichen wir ein Energieland Nordrhein-Westfalen, was tatsächlich dann auf Erneuerbaren und Effizienz aufgebaut ist. Ich danke euch.